Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Fußballmanager 14. Sorry Leute. Ja, und erstmal nochmal ein anderes Sorry, dass ich, sorry, dass ich so inaktiv war, so. Ich bin letzte Woche umgezogen, da konnte ich also nichts mehr aufnehmen. Aber jetzt geht's wieder los, jetzt sind wir fertig mit dem Umzug. Und ja, dann würde ich mal sagen, beginnen wir mal. Im Wochenablauf hier. Das nächste Spiel ist gegen den VfB Stuttgart. Ja doch, ne, ist sogar schon. Ich erhoffe mir da eh nicht viel draus, aber mal sehen. Oh mein Gott. Ich sag dazu schon nichts mehr. Okay, werden bald gefeuert, soweit ich das sehen kann. Und das fehlt noch, wenn es in diesem Part passiert. Dann lach ich to mich tot. Immer diese Autosaves, das nervt. Lot, gib Gas. Dam, 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 dam. Ich wundere, wenn ihr ab und an mal was im Hintergrund hört, das können vorbeifahrende Fahrzeugautos sein oder so. Wegen die Wohnung nicht an der vielbefahrenen Straße. Ja. Selbst das kriegen sie nicht auf die Reihe. Peinlich. Okay. Wir werden diese Saison noch entlassen. Und ich habe keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht im Hintergrund. Jo, dann würde ich mal sagen, tschüss, VfL Wolfsburg.
Also dich wundern, ich hoffe schon nichts mehr, also. Kannst du mal ein bisschen mithelfen? Jo, da bin ich wieder. Nach einem ganz kurzen Cut und wie sieht Niederlage. Aber wir sind gefeuert, schätze ich mal. Na komm, schmeiß mich raus. Also, ihr könnt mich gerne rausschmeißen, ich habe nichts dagegen. Ah, wusste ich's doch. Als Sie am Vereinsgelände zur Arbeit erscheinen, werden Sie mit einem Blitzgewitter begrüßt. Die Reporter bestürmen Sie mit Fragen. Endlich verstehen Sie, was passiert ist. Man hat Sie gefeuert und Sie damit sind der Letzte, der es erfahren hat. Sie dürfen unter Aufsicht noch ihre Sachen aus Ihrem Büro abholen. Das war es. Ihnen wird leider nicht mehr zugetraut, um die Zukunft sportlicher Ziele zu erreichen. Abfindung, Sie erhalten 100.000. Wow. Wow, und? Ist mir Schnuppe. Karriereoptionen. Bochum wäre interessiert. Also wir könnten nach Bochum gehen. Hätte ich nichts dagegen. Ach komm. Was, wisst ihr was? Wir unterschreiben wir Bochum. Wenn es irgendwie klappt. Jo, würde klappen. Dumm, unterschreiben. Neuer Anfang mit Steven Schlottborn. What the fuck? Ja, da sind wir. Eine neue Herausforderung für M. Schmidt. Yeah. So, da sind wir jetzt beim VfL Bochum. Das sieht mir nach dem 4-2-2, dann nehmen wir mal meine. So. Aha, okay. Okay. Was geben uns die Finanzen? Sie, nein, nicht viel. Falsch. Hier hin. Team Wolfsburg, Zweiter. Patrick Ochs. Ah, ficken. Wo war noch einer? Nicht im Gladbach hier.
Ach, Transfers, ah, okay. Finanzierungen.